willkommen in dem Sinne von Erzberg Rodeo 2022. Ich fahre hier gerade den Prolog ab, da unten einmal unter mir. Ist nämlich diesmal ganz anders gemacht wie sonst. Beziehungsweise hier ist das Ziel. Und das Mal gibt es gar nicht diese langen Geraden, es ist anders gemacht. Das Mal ist auch das erste Mal, wie ich es abfahre komplett. Habe ich sonst auch immer nicht gemacht. Weil ich einfach, ich war ja nur einmal da. Und da habe ich es einfach nicht gemacht, weil ich irgendwie keine Lust drauf hatte, was mich interessiert hat, glaube ich. Aber ich dachte mir damals schon, dass es mir wahrscheinlich schon viel ausmacht, wenn ich den ganzen Prolog schon mal gesehen habe. Und jetzt habe ich ihn schon mal gesehen, fahre ihn jetzt auch nochmal komplett zurück. Also auch da unten irgendwo fährt man hoch. Diese lange Geraden gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Und für mich, also ich schätze mich da so ein, dass ich da sehr viel, für mich, dass sich das sehr viel ausmacht. Von der Geschwindigkeit, die ich fahren kann. Besonders damals bin ich manchmal vom Gas komplett an Stellen, wo ich hätte gar nicht vom Gas gemusst. Also das kann ich diesmal so ein bisschen ausmerzen und kann vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Also hoffen wir, dass ich es in die 500 reinschaffe. Also es geht jetzt hier wieder bergauf und ich fahre eigentlich schon zurückwärts. Also der Prolog geht auch dieses Mal bergab, auch ganz neu, sonst ging es ja immer nur bergauf. Am Ende auch, wenn dann nochmal nur mal gerade und diesmal geht es halt bergab. Was am Ende von, keine Ahnung, 6-7 Minuten Ballern, glaube ich, schon hart ist. Ja, aber schauen wir in dem Sinne einfach mal, was sich so ergibt, wie es wird. Und für euch kommt es ja gleich, für mich ist es morgen früh. Schauen wir mal, was passiert und wie weit wir es schaffen. Was man aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, es ist wieder richtig cool, dass es stattfindet. Ich habe auch richtig Bock. Ich denke, ich bin auch gar nicht so schlecht in Übung. Schnellfahren ist zwar nicht mein Ding, ich habe es nur so ein bisschen geübt. War aber halt letzte Woche sehr viel mit der Supermoto unterwegs. Deswegen schauen wir mal, was geht. Das ganze Festival macht echt richtig Bock. Wer auch hier noch nicht war und in Duro fährt und auch nur zum Spaß her will, kann man auch machen. Man kann sich zum Beispiel auch nur für den Prolog anmelden. Ich denke, da hat man auch genug Spaß, besonders auch beim Zuschauen am Sonntag. Da geht schon auch echt viel. So Leute, Prolog ist geschafft. Das ist ganz am Ende der Stelle. Leider war die ganze Zeit jemand vor mir. Ich zeige es euch einfach gleich mal im Video. War ein bisschen blöd, dass der vor mir war, weil der hat mich ein bisschen ausgebremst am Ende. Ich habe ihn ein paar Mal angeschrien, so richtig auf Arsch und mäßig, obwohl ich überhaupt kein Rennfahrer bin. Aber glaube trotzdem, dass es. Wird sich zeigen, ob es jetzt rein reicht. Schnell war ich auf jeden Fall für mich schon. Aber alles in allem hat der mich schon ein bisschen gebremst. Und auch wenn du den Transponder, also jeder, der das kennt, du hast dann da hinten jemanden, der vorne den Transponder abnimmt. Und sie war dann logischerweise vor mir, beziehungsweise er wurde vor mir abgenommen, weil er ist ja knapp vor mir ins Ziel gekommen. Und ja, das hat dann auch nochmal 10 Sekunden gekostet. Da unten ist übrigens der ganze Prolog. Also da unten geht er einmal entlang. Er kommt von da geht er einmal hoch. Geht da unten rum, sieht man nicht, und dann geht er hier wieder hoch. Und dann kommt man von da oben und wieder runter. Und kommt hier ins Ziel. Schauen wir mal, ihr habt da mit Sicherheit jetzt schon meine Story erfahren, ob ich es geschafft habe oder nicht. So, der Nächste hat es auch geschafft. Wie war's? Es war. Also erstmal wurde ich am Start vorgelassen von 3 Ehrenmännern, die gemeint haben, komm, bist eh schneller. Richtig geile Aktion. Dann habe ich eigentlich nur einen überholt. Und relativ gegen Ende, da kam dann ein sehr schneller Österreicher in rotem Gewand. Und an dem habe ich dann ein bisschen dran zu bleiben gesagt. Ja, gegen Ende ist er mir dann weggezogen, da die Kraft danach gelassen. Langsam wieder ein bisschen normal. Hier ist nicht ganz so windig. Also an sich war es für mich echt gut. Also ich habe echt alles gegeben, was ich konnte. Meine Arme waren halt relativ schnell zu. Da, da habe ich einfach nicht die Routine. Wir sind jetzt hier gerade wieder unten am Prolog. Und hier geht's hoch. Da oben ist der erste, beziehungsweise der zweite Hang. Hier ist der erste. Und ja, hier war ich auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Würde ich mal behaupten. Also schauen wir einfach mal heute Abend, was da geht. Ihr werdet jetzt gleich erfahren. Hier kommt auch schon der nächste angeballert. Also ich glaube, da ist Altöl drin. Nein, das ist Racing. Tja, auf! Machst du Vlog oder was? Ja, ich mach jetzt Vlog. Ja, guck mal, das ist super. Ja, wenn du deinen Weg läufst. Was ist das? Was machst du da jetzt? Ich mach den Schlauch hier dran. Ach, du hast den Schlauch von der Ölpumpe gemacht. Nee, das ist der Kohlwellen.
Achso, dieser Lüfter. Ja, okay. ja, der Drucksensor, weißt du, perfekt. Der Schlauch, der da hochgeht. Ja. Und ja, den haben wir erstmal geguckt, dass der frei ist. Aber ja. Mann, der Scheiße nicht mit dem der Luftfilter ist auch komplett schwarz. Ja, egal, komm, Scheiße. Ja, das hab ich doch gemacht alles. Vorhin war es ja schon. Was ja. filmst du? Ja, lass vorne raus. Vorne, ja, genau so. Das ist perfekt. So, jetzt Test right hier. Komm, ja, lass den Gang drin. Läuft wie eine Eins. Ja. Dass du eine Kerze ausmacht, oder? Na Wahnsinn. Was sagen Sie dazu? Was ich dazu sage? Dass läuft mein, der Erzberg morgen? Dass mein Busschlüssel noch in der Hosentasche war. Perfekt. Dann hätte ich den gerade verloren. Perfekt. Wäre auch geil gewesen. Dann hättest du ihn wahrscheinlich mal eine halbe Stunde gesucht. So, Curly, wie fühlen Sie sich? Ja, also meine letzte Endurofahrt war Anfang April. Leider bin ich nicht sehr froh. Aber ich glaube, mit dem Dekor werde ich auf jeden Fall einige Flüge abschließen. Ja, also das, ja. So, meine Karre hat Prolog auch überlebt. Reifen ist ganz schön mitgenommen worden, nach den paar Minuten. Aber das ist dann einfach das übelste Geröllfeld. Seht ihr im letzten Video, wo der Prolog ist. Ja, ansonsten gehe ich die jetzt mal waschen für Sturm auf Eisenherz. Kommt wie gesagt in einem anderen Video. Und kriegt noch eine andere Felge, damit ich richtig schöne Burnouts machen kann. Stimmt's? Werden nicht. So, und hier, wie viele Leute braucht man, um den Hus zu wechseln? Eins, vier, zwei, zwei, Düdi, vier. Hier, warte mal, hier ist der Fünfte. Ja, geil, das ist halt. Also auf jeden Fall hatten wir hier Verluste. Der fährt Tubeless hier und der hat einen Platten. Da steht der Hobel. So Leute, jetzt nach dem Prolog hatten wir wieder Regen. Aber jetzt fährt der Düdler gleich den Rocket Ride. Da schauen wir uns so ein bisschen zu. Wetter ist leider gar nicht so passend, aber wird bestimmt wieder. Raus! So Leute, wir sind jetzt hier beim Rocket Ride. Geht einmal da hoch, dann da. Und dann geht er dieses Jahr so ein bisschen um die Kurve. Irgendwo da oben. Und sonst dieses Jahr sind es irgendwie nicht so die krassen Hänge. Normalerweise, wenn man immer beten, nicht krassere Hänge. Und hier sieht eigentlich relativ normal aus. Und gleich kommt der Düdi an. Düdi! Oh, mach die Brille drauf! Er macht die Brille ab! Er ist nervös! Düdi! So, jetzt gleich, jetzt hier hoch und dann rechts rum. So, jetzt nach dem Prolog vor Sturm auf Eisenherz, weil die Karren hier schon auf Supermodo umgebaut. Hauptsache man kann schön senden, also ich will da auch alles, was geht, sehen. Ja. Ich will das Ding kochen sehen, gell? Okay. Ja, zerstör sie. Auch. Einmal da, so Punkt, einmal aus, dann. Wie bitte? Ja. Eben. Jetzt Burnout! Lass das Ding einklappen! Der macht Burnout, lass einklappen! Klapp ein! Wird schwer! Alle. Ja! Hey, du wolltest doch gerade Burnout machen! Da muss ich dein Bier noch so lange behalten! Oh! Das war jetzt schon geil irgendwie. Das war echt geil. Thank you.
Ja Leute, in dem Sinne, das war's vom Erzberg Rodeo 2022. Da oben stehen meine 300er. Ich kann bloß gar nicht hin, weil das ist übelst windig. Versteht man auf Video dann fast nichts. Neuer Reifen sitzt drauf, ein Weicher. Der harte steht hier. Ein komplett Weicher fürs Rennen. Ist drauf, neue Hebel habe ich dabei, Kalbin habe ich dabei. Also sollte alles ready sein. Schauen wir mal, wie es das 300er danach geht. Kommt auch ein extra Video dazu. Und das Rennen kommt auch komplett raw in einem einzelnen Video. Jo, schauen wir mal, was geht. Ich bin gespannt. Hauptsache, das ist schon echt ein Traum, dass ich überhaupt mal dabei bin. Das finde ich richtig, richtig geil. Und ja, ansonsten noch, danke an KTM Powershop, wenn ihr zum Beispiel Reifen braucht, Powerparts, was auch immer. Nutzt gerne Rabattcode EUDA bei KTM Powershop. Spart ihr 10%. Gibt es wirklich alles Mögliche. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ja, ich wollte jetzt was sagen, wünsche mir viel Glück, aber nein, das ist ja dann schon rum, wie ihr das seht. Da steht Curly's Bike und dann schauen wir mal.